Also hör zu, Wandern muss olympisch werden. Und zwar vor allem wegen diesen Zip-Off-Hosen. Mit dem würde ich mich nicht lustig machen über neue olympische Disziplinen. Ja, ich weiss, klar könnte man zum Beispiel sagen, was? Irgendwie 1968 ist einer bekifft am kalifornischen Strand auf einer toten Baumrinde eingeschlafen, am nächsten Tag auf dem Meer verwacht und jetzt ist Surfen olympisch, oder was? Aber das ist halt immer huren überheblich und auch mega spießig. Und vor allem stimmt's auch nie. Surfen zum Beispiel ist in Polynesien erfunden worden und gibt schon seit dem 12. Jahrhundert. 1720 ist der Sport auf Hawaii gekommen und immer beliebter geworden, bis die christlichen Missionare gekommen sind und wieder einmal alles kaputt gemacht haben. Könnt ihr euch ja vorstellen. Auf einmal haben alle müssen züchtig sein, Kleider anlegen und in Kille. Danke für nichts Christentum. Stell dir vor, du reitest gerade nackt und in Höchstgeschwindigkeit auf einer 10 Meter hohen Welle. Und dann kommt irgend so ein Vogel mit Tonsur, Kostüm und Kruzifix und will dich damit beeindrucken, dass sein Heiland vor langer Zeit mal über einen stillen See gelaufen ist. Aber wir in der Schweiz halten uns da draus. Wir surfen nicht übers Meer, wir laufen auch nicht übers Wasser, nein. Wir wandern um den See herum und fahren mit dem Postauto wieder zurück ins Flachland. Das muss lange. Und zwar zur olympischen Disziplin. Weil ja, andere rennen vielleicht die 100 Meter unter 10 Sekunden, aber wir wandern die 10 Meter unter 100 Sekunden und sagen dafür alle 100 Meter. Schon schön da, he. Man sollte es nicht übertreiben. Sieht man ja zum Beispiel an diesen Gehern. Die Sportart Gehen sieht aus wie Wandern mit Blättern an den Füßen und ist olympisch, aber Wandern selber nicht. Und wenn es darum geht, beim Laufen komisch auszusehen, keine Angst, das geht beim Wandern auch. Und zwar dank diesen Zip-Off-Hosen. Die kennt ihr sicher, die langen Wanderhosen, die man dank einem Reissverschluss zu einer kurzen Wanderhose umwandeln kann. Tada! Magic, der Wanderer, ein Meister der Täuschung. Gerade noch trägt er ein unscheinbares Beichleid in klassischem Wanderbeige. Und zack, beleuchtet er mit seinen schneeweißen Waden den Alpenfirn. Wunderschön. Ein Spektakel. Die Waden, etwas, das anscheinend noch nie das Tageslicht erblickt hat, strahlt selber wie tausend Sonnen. Es ist ein Wunder, aber auch gefährlich. Ganz wichtig, nie direkt in die Sonne schauen und auch nie auf frisch geschlüpfte Wanderwaden. Man ist blendet wie ein Reh im Skiwerfer. Die Medusa versteinert Menschen mit ihrem magischen Blick, die Helvetia macht es mit ihren fluoreszierenden Waden. Aber eben, es ist auch schön, wenn so eine Wade schlüpft. Ein Naturereignis. So ein bisschen wie wenn eine Kuh kalbt. Irgendwie rührend, aber auch ein bisschen eklig. Der Wanderer hütet sich vom Knie abwärts und bewahrt die übrig gebliebenen Beischläuche auf zur Rückverwandlung. Dass die Hose nicht Metamorph Hosen heisst, ist eigentlich eine absolute Frechheit. Ausser natürlich in Notfällen, dort bleiben die Beischläuche, die Skibeikondome liegen. Die Eidechse wirft ihren Schwanz ab, um ihren Feinden zu entwischen. Die Wandererin löst sich von ihren unteren Gore-Tex-Hüten, wenn sich beim Bauernhof ein Appenzeller Blästrin verfangen hat. Und dann rennt sie auch auf einmal die 100 Meter unter 10 Sekunden. Ihr seht, es ist also alles drin für Olympia. Tradition, Mythologie, Ästhetik und auch Disziplin. Andere prügeln ihren Nachwuchs zum Kunstturnen, wir zwingen unsere Kinder von klein auf zum Wandern und nennen es auch noch Ferien, wir Wichser. Wandern ist wie Surfen. Kann man auch nackt machen, wie zum Beispiel unsere indigenen Völker im Appenzell. Aber muss nicht sein. Wir zwängen uns notfalls auch in einen hautengen Neoprenanzug, also nur dann, wenn es unter dem Knie einen Reissverschluss hat.